Yo, hey und hallo YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren, in Anführungszeichen, Episode des Blattgrün Randomized JD-Log Let's Plays. In der letzten Episode haben wir tatsächlich Lavados gefangen und die Islands geclearedund auch mal geguckt, ob wir was zu tun bekommen. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was wir heute machen. Und ich habe euch gesagt, dass wir die weiteren Islands erkunden wollen, weil es mit zum Postgame gehört. Was ich euch blind sagen kann, dass unser Abenteuer diese Episode hundertprozentig aufhört, beziehungsweise diese Episode mehr eine Ankündigung, beziehungsweise eine Information an euch ist. Ich bin nicht in der Lage, dieses Spiel weiterzuspielen. Das hat ganz einfach einen Grund. Um Island 4 bis 7 freizuschalten, muss man von Celio den Pass holen, dass man mit der Fähre weiterfahren kann. Und den Pass von Celio bekommt man nur, wenn man ihm den nationalen Pokédex zeigt. Und ich habe keinen nationalen Pokédex in meinem Spiel. Um den nationalen Pokédex zu bekommen, muss man wiederum Eich seinen Pokédex zeigen mit mindestens 60 verschiedenen gefangenen Pokémon. Sprich, wir haben 17 zurzeit, ich habe es nachgeguckt, wir müssten eine Menge Pokémon fangen, eine Menge Pokémon fangen, 43 um genau zu sein, verschiedene Typen, also verschiedene Pokémon, Spezies, damit wir den nationalen Pokédex bekommen, der uns wiederum den Pass für die Fähre gibt. Ich habe gerade eben einen Attempt gemacht, möglichst viele Pokémon zu fangen. Und ich habe 12, 13, 14 verschiedene Spezies gefangen gehabt innerhalb von, keine Ahnung, 10 Minuten, 8 bis 10 Minuten. Und ich hätte daraus theoretisch eine Fangmontage machen können. Obwohl wir halt ein Nuzlocke spielen eigentlich, aber zum Progressen hätte ich das halt, ist es eh Postgame, davon ganz abgesehen, hätte ich das halt gemacht. Das Problem ist nur, ich habe keine Poké-Dollar. Ich konnte mir gerade mal 20 Pokébälle dazu kaufen. Und die Pokémon bleiben auch meistens nicht beim ersten Ball im Ball drin. Und ich hatte am Ende einfach keine Kohle mehr. Und nicht genug Pokémon. Beziehungsweise nur 12 Stück halt. Und wenn wir dann noch 43 weitere, also generell brauchen, also dann halt noch 31 weitere brauchen, ja, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die Kohle dazu reicht. Beziehungsweise ob wir dann noch extra hingehen und dann noch Trainer grinden und rebattlen und Top 4 nochmal machen und dies, das. Nur um dann hinzugehen und Pokémon zu fangen für die Story auf den anderen Inseln halt. Für die Leute, die es interessiert, ich weiß nicht genau, was auf den Inseln passiert. Ich weiß nur, dass man dort Lorelei findet, die zurückgeht an ihren Heimatsort. Oder beziehungsweise zu ihrem Haus, die wohnt da auf diesen Inseln, auf Island 4, soweit ich weiß. Und mit Lorelei zusammen bekämpft man dann Team Rocket, wenn ich mich nicht täusche. Und man muss noch so zwei Kristalle holen. Einen roten Kristall und einen blauen Kristall, mit dem man dann auch irgendwas Tolles machen kann. Ich weiß nicht mehr genau, was man damit macht. Aber auf jeden Fall, das ist einmal der rote Kristall halt, glaube ich, am Glutberg, wo wir letztes Mal waren, wo wir uns gewundert haben, was die Team Rocket-Typen dort machen. Und der blaue Kristall ist irgendwo da bei Lorelei auf der Eisinsel, glaube ich. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Was wir noch machen können, diese Episode, das ist auch der Plan, ist, upsa, schauen, ob wir vielleicht Mewtwo fangen können. Was man ja normalerweise im Postgame machen kann. Aber keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach gucken. Ich weiß nicht, ob wir das machen können. Sieht nicht so aus. Die Azoria-Höhle. Dort leben extrem starke Pokémon. Nur außergewöhnliche Trainer werden hier Zutritt gewährt. Du musst stark genug sein, um der Pokémon-Liga Champion zu werden. Bin ich doch. Und du solltest bereits Großes geleistet haben. Großes geleistet also. Okay. Also es sieht so aus, als wenn wir nichts mehr machen könnten. Ich meine, ich könnte jetzt hier wahrscheinlich ewig lange grinden und alleine, um diese Pokémon für den Pokédex zu bekommen, würde wahrscheinlich ziemlich lange dauern. Des Weiteren, ich habe den nationalen Pokédex noch nicht, sprich, viele Pokémon, die ich generell encounter,
sind nicht mal aus dem nationalen Pokédex, sind aus dem nationalen Pokédex, nicht aus dem Kanto-Dex oder regionalen Dex. Ich habe das Gefühl, dass ich generell sehr, sehr viel grinde, sehr viele Bälle brauche und sehr, sehr, sehr lange überall rumlaufe durch den Randomizer und versuche, verschiedene Pokémon zu finden. Und es könnte sogar am Ende passieren, dass wir auf den ganzen Routen nicht genug randomized Pokémon haben, die aus der ersten Generation kommen, nachdem ich alle Encounter auf jeder Route abgelaufen bin. Das kann ich euch halt nicht sagen und darauf kann ich euch keine Garantie geben, dass das überhaupt funktioniert, was wir vorhaben. Dementsprechend möchte ich das Let's Play jetzt hier an dieser Stelle beenden. Ich kann nochmal auf PokeWiki gehen und in die Story reingucken und euch daraus ein bisschen was vorlesen, wenn ihr wollt. Alternativ geht ihr selbst auf PokeWiki und guckt die Sevi Islands nach. Die heißen so Seven Islands, Sevi, S-E-V, glaube ich, I-I oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Könnt ihr aber auch nachgoogeln, das kommt sofort. Wenn euch diese kleine Nebengeschichte und das Postgame interessiert, guckt rein. Es lohnt sich. Ich bin der Meinung, dass in jedem Pokémon-Spiel das Postgame sich eigentlich lohnt. Aber, wie gesagt, das Hauptziel des Let's Plays haben wir geschafft. Wir haben die Pokémon-Liga geschafft. Wir haben immer noch Tokens über gehabt. Unser Squad war noch mehr oder weniger am Leben. Wir sind gut durchgekommen. Wir haben das Spiel bestritten. Postgame ist einfach immer nur noch so ein Bonus, der Bonusgeschichte enthält und der einen noch darauf vorbereitet, in den neueren Spielen zumindest ist es so, competitive zu spielen. Siehe zum Beispiel in Oras die Insel, das Kampfresort mit dem Battle-Menschen, mit der Pension und dem Bewerter fürs Pokémon. Alles perfekt auf einer Insel, du gehst hin, züchtest ein Pokémon, kannst es bewerten lassen, hin und her, bis du ein perfektes Pokémon gezüchtet hast und kannst dann noch in der Battle-Menschen die EV-Items holen, damit du besser im Horde-Training trainieren kannst, was dir halt einen ganz guten Vorteil schafft, wenn es darum geht, dein Pokémon zu EV-Train. Und du bekommst dort oben auch noch die Items wie Choice Bags oder Focus Sash. Sowas sind alles Items, die du da oben bekommst, die halt competitive sehr, sehr, sehr gut sind. Und ja, das ist so ziemlich das Postgame in Oras zusammen mit der Delta-Episode natürlich, die auch ziemlich was drauf hat, die auch ziemlich geil ist. Aber so ähnlich ist es hier in Leaf Green halt auch. Es ist noch eine kleine Geschichte. Schade, dass ich die jetzt nicht spielen kann. Ich werde das jetzt auch nicht versuchen, das zu ergrinden. Das sage ich euch gleich. Ich würde liebend gerne zusammen mit Lorelei die Zeitquest spielen, beziehungsweise das Postgame spielen und die Geschichte dort nochmal genau erleben, im Spiel selber. Aber was nicht sein soll, soll nicht sein. Ich hätte eventuell, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich habe das gehört bei anderen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, was ich gehört habe. Man kann im Randomizer anscheinend einstellen, dass man automatisch vom Start aus an den nationalen Pokédex schon hat. Hätte ich das gemacht, wenn das funktionieren sollte, hätten wir erstens sofort den Pass gekriegt und hätten auf die anderen Islands gehen können. Und zum Zweiten hätten von Anfang an alle Pokémon, die ich gefangen habe, gezählt. Also wir hätten einen Count dafür gekriegt. Und das wäre natürlich mega geil gewesen. Und ich bin mir sicher, dann hätte ich jetzt auch schon fast an die 60 verschiedenen Typen durch die ganzen Entwicklungen. Aber ja, dann hätten wir auch Flash gehabt für die Höhle und so weiter. Aber was nicht sein soll, soll nicht sein. Ich danke euch auf jeden Fall dafür, dass ihr zugeschaut habt und für all den Support, den ihr hier gelassen habt. Ich bin ein kleiner YouTuber, ich weiß wirklich jeden Support zu schätzen. Das nächste Projekt kommt bald. Sun and Moon steht auch vor der Türe. Wie gesagt, ich habe keine Capture Card, das heißt, ich werde Sun and Moon wahrscheinlich nicht für euch aufnehmen können. Ich versuche derzeit einen Nintendo 3DS mit Capture Card zu bekommen. Mir relativ egal, ob es einfach nur ein simpler 3DS ist oder ein New 3DS XL oder was auch immer. Es ist mir relativ scheißegal. Ich selbst habe nur einen ganz normalen Eisweiß Nintendo 3DS, den alten, und auf dem läuft das Spiel auch super. Selbst umbauen kann ich das Ding leider nicht und den wegschicken dauert fast genauso lange wie einen neuen zu bestellen. Und wenn ich mir selbst einen bestelle auf den japanischen Seiten, dann ja, dann kaufe ich mir direkt den New 3DS XL, einfach nur, weil der halt ein bisschen besser ist, der hat einen schnelleren Prozessor.
Nur das Problem ist halt, ich habe gehört, wenn man den dort bestellt, muss man mindestens 4 bis 8 Monate warten, bis einem das Ding zugeschickt wird, weil erstens die Lieferzeit unglaublich hoch ist, zum zweiten sie mega viele Bestellungen haben, die sie nach und nach abarbeiten und zum dritten das Ding halt auch noch umgebaut werden muss und dies, das und ja. Also bis Sun & Moon rauskommt, werde ich auf gar keinen Fall einen haben. Ich versuche natürlich noch einen zu bekommen. Von mir aus auch gerne aus Secondhand. Das ist mir auch relativ egal. Hauptsache, ich kann das aufnehmen. Ich gucke, was ich machen kann, was das betrifft. Ansonsten, ja, werden wir hier andere Spiele erstmal spielen. Andere Sachen Let's Playen. Vielleicht auch noch einen anderen Pokémon-Titel in der nächsten Zeit Let's Playen. Ich kann mir vorstellen, wenn ich privat für mich Sun & Moon spielen sollte, dass ich dann nicht nebenbei auf YouTube noch Lust habe, ein Pokémon-Let's Play zu machen, sondern vielleicht irgendwas anderes Interessantes mit euch spiele. Wir werden es sehen. Ich werde auf jeden Fall weiterhin versuchen, täglich Videos für euch hochzuladen. Wenn das nicht der Fall ist, wie die letzten 4 Tage, wo ich immer nur jeden zweiten Tag hochladen konnte, dann ist das nun mal leider so. Wie gesagt, ich mache das hobbytechnisch nebenbei. Ja, und wenn ich die Zeit dafür habe, mache ich täglich ein Video, ansonsten halt leider nicht. Und noch einmal danke für den Support bei dem Let's Play, bei der Serie hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, das war's. Und entschuldigt, dass ich jetzt hier gerade gefühlte 11 Minuten in diesem Let's Play rumgestanden habe und gequatscht habe. Das sind aber alle Informationen, die ihr braucht, die ihr wissen solltet. Und wie immer, Leute, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare. Freut euch auf nächste Let's Play und habt einen tollen Tag. Ich bin Gim von Gimplays und ja, ich würde sagen, das war's von mir. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.